Hey Leute, heute geht es um deine Frau, um deine Kinder, um deinen Job, um deine Familie, um all die Dinge, die dir Sicherheit geben. Und zwar geht es heute um Sicherheit, um Angst, um den Kontext deines Lebens. Aus welchen Beweggründen heraus handelst du? Handelst du aus Angst oder aus purer Freude? Aus Freude heraus, das Leben zu erfahren, um was zu entdecken? Oder handelst du aus Angst, aus Sicherheitsbedürfnis heraus? Die meisten Menschen heutzutage, 99% der Menschen, handeln bei fast jedem Schritt aus Angst. Handeln daraus, dass sie nicht genug haben könnten. Handeln da heraus, ja, dass sie keine Sicherheit mehr haben, keinen Platz mehr zum Leben, kein Essen mehr, kein Geld mehr. Und darauf möchte ich heute mal eingehen. Etwas genau so. Und zwar jeder Schritt, den du aus Angst gehst, ist ein halber Schritt. Jeder Schritt, den du aus Angst heraus machst, ist ein zögerlicher Schritt, ist nur so ein Zucken. Und du kannst nie das Leben voll erfahren. Die meisten Leute probieren heutzutage, das Leben zu meiden. Weil sie Angst vor Schmerz, vor Emotionen, vor Gefühlen, vor davor haben, das Leben zu spüren. Wenn du wieder an den Punkt kommst, dass du Dinge machst, weil sie dir Freude bereiten und nicht, weil du irgendein falsches Sicherheitsbedürfnis erfüllen möchtest. Überleben ist nicht das, um was es bei einem Menschen geht. Du kannst vielleicht ins Tierreich schauen, jeder kleine Wurm sorgt dafür, dass er überlebt und sorgt dafür, dass er zu essen hat. Wir haben eine weitaus höhere Intelligenz und sich darum zu kümmern, dass man überlebt, das ist einfach nur so ein geringer Anteil. Das schaffst du mit einem Tausendstel deiner Intelligenz. Das schafft, wie gesagt, einen Insekt, einen Wurm. Und andere Lebewesen schaffen es zu überleben auf dieser Welt. Wir brauchen nicht einen Riesenverstand und keine Angst haben, um irgendwelche Schritte zu machen. Man sorgt einfach dafür. Du sorgst einfach dafür. Du brauchst dabei keine Angst zu haben. Du machst es einfach. Der Punkt ist, bist du hier, um das Leben zu spüren oder um das Leben zu meiden? Und wenn du das Leben meiden möchtest, dann ja, dann hol dir einen Strick und binden dir um. Geht schneller als ständig vor Angst keinen Schritt zu machen oder einen halben Schritt. Viele Menschen stellen erst am Ende ihres Lebens fest, dass sie nie wirklich gelebt haben, immer nur das Leben gemeidet haben. Und das ist traurig. Und auf ihrem Sterbebett bereuen die Menschen nicht, was sie getan haben, sondern was sie nicht getan haben. Und wenn du getan hast, was dir wichtig war, wirklich wichtig war, dann kannst du glücklich sterben. Dann ist Sterben ein freudvoller Prozess. Sterben muss nicht
so ablaufen, wie es in den meisten Fällen heutzutage abläuft. Sterben kann ein wunderschöner Prozess sein, der ganz natürlich abläuft. Ohne Leid und ohne Angst. Du sorgst einfach für die Dinge. Du brauchst keine Angst zu haben, bevor du stirbst. Angst ist unnötig. Angst lähmt dich immer. Dein Gehirn, deine Intelligenz arbeitet nicht richtig, wenn du Angst hast. Dein Organismus arbeitet nur, wenn du in einem freudigen Zustand bist. Und dann läuft die verdammt gut. Wozu willst du ein langes Leben leben, in dem du das Leben nur gemieden hast, ständig Angst hattest und dann irgendwann stirbst? Wirf die Angst mal beiseite. Spür das Leben, geh da rein und schau dir die Dinge wirklich an. Und dann ist es egal, wenn du kurz lebst. Du hast gelebt. Du hast richtig gelebt. Du hast in vollen Zügen gelebt. Und damit meine ich nicht, dass du auf alles scheißen sollst und irgendwie feiern sollst, bis es nicht mehr geht. Und dir irgendwie Alkohol reinhauen oder sonstige Sachen. Nein. Du kannst auch Spaß haben ohne diese Mittel. Drogen nimmt man nur, weil Drogen eine gewisse Chemie, ein gewisses Wohlbefinden in einem erzeugen. Dieses Wohlbefinden kannst du auch selber in dir erzeugen. Dazu brauchst du keine äußere Stimulanz. Es geht auch einfach so. Du musst nur die richtigen Dinge tun. Du machst die richtigen Dinge und sie funktionieren hier. Du läufst eine Klippe runter, du fällst runter und bist tot. Du läufst nicht die Klippe runter, bist lebendig. Du musst einfach nur die richtigen Dinge machen. Du brauchst auch dabei keine Angst haben. Du brauchst nicht vorher ständig Angst haben, dass du eine Klippe runterläufst. Das bringt dir nichts. Du läufst sie einfach nicht runter. Es ist völlig egal, ob du dir vorher Angst drüber machst oder nicht. Das bringt dir überhaupt nichts. Du machst einfach das, was funktioniert. Aber jeder Schritt, den du aus Angst heraus machst, ist ein halber Schritt. Ich würde mir wünschen, dass du wieder einen Schritt aus purer Freude heraus machst, aus purer Wahrheitssuche. Aus dem Willen heraus, das Leben zu spüren und nicht das Leben zu meiden. Und ja, das war's für heute. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.